Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play GB. Wir sind bei Folge 85? 85. Wir sammeln mal fleißig weiter und dann gehen wir mal die Quest abgeben mit Gorillas. Weil da steht 6 von 7, aber wir haben. Aber wollte gerade sagen, wir haben 8, aber nee, wir haben 6. Sah nur so aus. Alles cool, alles cool. Auf dem Weg dann noch das Expansion Pack da holen. Genau, macht das dann, haben wir dann wieder eins. So. Oh, perfekt. Tasche hier zumüllen. Rot brauchen wir theoretisch nur eins, haben wir dann wahrscheinlich einen Überschuss. Schmeißen wir den Rest. Schmeißen wir nachher weg. Warum nicht mehr? Obwohl, ich kann ja mal ein paar behalten, dann zeige ich euch das mal. Was ich meinte mit dem Buff. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das funktioniert nicht so funktionieren, wie ich das möchte. Aber gut, probieren wir es einfach mal aus und gucken, was passiert. Hinten ist das Lager. Und wir müssen aufpassen, hier im Krater von Ungro läuft nämlich, ich glaube, eine oder zwei große Elite laufen hier rum. Zwar, große Tyrannosaurus Rex. Chance. Haben wir. Sieht er wohl nicht so. Gucken, was wir eventuell wegwerfen könnten. Ich glaube, schmeißen wir den Würgetang. Oh, schmeißen wir den weg. Yellow haben wir. Kiste mit Lebensmittel haben wir. Sieht der aber nicht so. Und ja, man wird abgemountet, wenn man ins Wasser geht. Vielleicht für den einen oder anderen neu, aber für den fleißigen Zuschauer nicht. Damals wurde man gefühlt bei jeder Gelegenheit abgemountet. Wie man sieht. Es gab sogar Sachen, wie man zum Beispiel, ich glaube, Urleben zusammengeklebt hatte. Wurde man nämlich, und wenn man dann noch im Greif saß und nicht darüber nachgedacht hatte, wurde man auch abgemountet. Das war nicht schön. Die sind die Raptoren, ne? Ich glaube, da müssen wir nachher Eier von sammeln oder so. So oder so ähnlich war das. Tja. Ich wollte gerade sagen, irgendwas stimmt hier noch nicht. Ja, brauchen nur noch einen grünen. Also drei grünen, vier grüne. Da wollte ich ja gar nicht hin. Wo sind wir denn? Da wollten wir hin. Die Kiste. Weg abgekommen hier. Blöden Machtkristalle.
Wir müssen aufpassen, wie gesagt. Läuft irgendwo dieser Elite rum. Es gibt hier auch ein kleines Gebiet, da müssen wir nachher auch noch rein. Da laufen noch mehr Elite rum. Aber ich glaube, gelbe. Oh. Das ganze Skelett da reinpasst hier. Zack, in einen Taschenplatz. Ich bin sowieso immer sehr überrascht, was alles so in unsere Taschen passt. Sollte ja denken, die Taschen wären mega super groß. Wie zum Beispiel, wenn man so ein Tank ist und ein Furikrieger als Dual-Speck und dann ganzen Klamotten herumfliegen hat. Aber kein Platz für, weiß ich nicht, für, ich sag mal hier so ein Stück Grünzeug. Ja, die weiß ich auch nicht, wofür die sind. Hatte ich auch, glaube ich, schon mal erzählt. Und die machen bestimmt ganz viel Aua, weil die sind 60 Elite. Können jetzt bestimmt zack, bumm, aus den Latschen hauen. Wir brauchen Grün. Wenn überhaupt. So. Was führt euch hierher? Mögen die Vorfahren Jawohl. euch schützen. Sehr gut. Wir sehen uns wieder. Ah ja. Sieht doch nicht mal hübsch aus. Möge die ewige Sonne euch. So, nehmen wir mit. Mana Kosten. Nehmen wir mit. Gezielten Schutz. So, jetzt nur noch einmal umdrehen. Jetzt nur noch. Ah. Was brauchen wir denn nur noch? Erweitert Fjordrüse. Gucken, wo das ist, diese Fjordrüse. Kristall schnappen. Rava. Ah, okay. Solche oder sind das nur die? Die sind auch Läufer. Okay, also die roten brauchen wir. Dinosaurierknochen würde hier fast tippen. Habt ihr da Dinosaurier? Aber wirklich. Hat die auch von dem Läufer bekommen? Da gehen wir auch gleich mal hingucken. Ich meine, da war auch was Tolles. Mit dem Floß.
Damals habe ich mir Vorwurf von den Federn bekommen, aber wie wir ja wissen, sind das quasi die Vorfahren der Vögel. Und darum hat man dann auch schon mal Federn dabei. So. Und wir haben keinen Taschenplatz mehr dabei. Schön. Das heißt, wir müssen wieder sortieren, aussortieren. Machtkristalle haben wir alle voll. Und ich bin da dran vorbeigeschwommen. So nett, oder? Schmeißen wir das weg. Nicht Beutel raus auf. So. Da ist das Dschungelei. Damit muss man damals einen Gegner anlocken oder so mit Pheromonen der Dinos. Irgendwie so war das, glaube ich. Dann hat man Fleisch bekommen, musste dann einen Köder auslegen, dann kam der. Lass das jetzt einfach mal so stehen, warum der auf einmal gespawnt ist. Anscheinend die Weibchen droppen das. Und sogar direkt zwei Stück. Schön. Sehr schön. Ja, wir direkt mal abgeben. Und bald müssten wir eigentlich auch, weil wir sind mittlerweile 55, müssten wir eigentlich auch in den Krater von Ungoro kommen, ohne weiteres. Ich habe euch erwartet. Haha. Na gut, das ist jetzt zwar nicht das Tollste. Aber das ist das, was ich meinte. Noch nicht viel los hier, wie ihr seht, offline. 13 Leute mit mir. Naja, eher wenig los hier. Mal gucken, wie weit wir hier kommen mit den ganzen Quests vom Krater. Vielleicht kommen wir ja schon weit genug, hoffe ich, dass wir vielleicht schon in die Schabwelt kommen, hoffe ich. Weil hier unten die Welt, oh, die ödet mich so langsam an. Ich denke mal euch auch. Upsala. So. Schon wieder eine Tasche bekommen. Was war das weg?
Questgegenstand. Questgegenstand, Questgegenstand. Schmeiß ungern Essen weg. Wir sind in so Schüppchen, wow! Und da ist er auch. Das ging doch gut. Auch wenn er nicht viel ausgehalten hat, aber... So schnell kann man... Hübsch aus, ne? Hier so ein Mini-Kopf. Schnell kann man eine Quest fertig machen. Gehen wir die schnell abgeben und dann gehen wir mal ins Lager, gucken, ob wir da auch noch was abgeben können, was theoretisch möglich ist, wie ihr seht. Oh, und wir müssten theoretisch auch noch mal nach Beutebucht. Das Land, wo wir ewig waren. In den Kra in den Dschungel, Dschungel von Ungoro, nein, ich weiß es nicht mehr. Ich guck mal nach. Schlingdantal. Muss in Ungoro-Dschungel, Krater von Ungoro. Nur noch Ungoro im Kopf hier. Fürchterlich. Auch nur am Regnen hier. Naja gut, eben als wir angefangen hatten, hat es ja nicht geregnet. Merwald, 4 Beweglichkeit. Das ist ja... Wie war das hier? Bringt mir Gold. Inventar ist voll. Und einfach tauschen will er nicht. Geht mit der Und so. Gehen wir jetzt mal wieder ins Lager gucken. Wollen wir nämlich auch eins zu abgeben. Ne? Ach so, ja. Da ist bei den Gorillern. Müssten wir theoretisch rein. Ja, eigentlich kann Quests, die ganz okay sind. Jetzt nichts überschweres und auch nichts zu leichtes. Alles okay, noch alles im Rahmen. Nur was ich nicht verstehe, ich hatte glaube ich habe es damals anders geskillt. Ich irgendwie im Kopf hatte, dass man das quasi erst mit 58 oder so bekommt. Gut, hier hätten wir noch 2 Punkte, 3 Punkte. 5 Punkte. Jetzt haben wir mitgenommen hätten, vielleicht. Man weiß es nicht. Aber ist ja jetzt auch egal. Wir kommen trotzdem voran. Komme, was wolle. Den lassen wir mal in Frieden. Reiten schnell mal ins Lager. Und
Auch wenn es ein Kreis ist, aber trotzdem ewig irgendwie. Ich wäre für schnelles Fliegen. Das würde vieles einfacher machen. Zack, aufgemacht und weg. Aber nö, müssen ja durch die Gegend eilen. Mit unserem ultraschnellen Mount des Todes. Was wir noch ziemlich lange haben werden. Denn ohne Moos nichts los. Leider. Aber was will man tun, nicht wahr? So, gleich haben wir es geschafft. Oder hier sowas, das verstehe ich auch nicht. Muss man denn da unbedingt einen riesen Klotz hinbauen? Mobberei, sag ich euch. Mobberei ist das. Doofen Klotz hinbauen. Wenn keiner daran vorbeikommt. So, endlich im Lager. Da wartet schon der erste Quest abgeben können, der Linken. Es ist mir eine Ehre. Aha. Quasi für den sind Schwertchen abgeben werden. Können wir da unsere Machtkristalle abgeben? Gern. Einen, den tun wir weg. Oder wir gucken dann erstmal, was wegen den Buffs lassen wir erst nochmal drin. Hatte ich ja gesagt. Stimmt. So. Und 56. Sehr gut. Hinfort, hinfort. Man sieht sich. Schön. War irgendwie. Nö. Oder wenn ich die Türme gemacht habe, kriege ich das Buch. Das könnte auch sein. Oder das Buch gibt es mittlerweile erst. Man weiß es nicht. Das nehmen wir, das wir verringern Mana-Kosten. Das ist immer gut. So. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. Lasst doch ein Abo da, teilt das Video und wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Tschüss.